Jiang Pingwa ist einer der bekanntesten Schriftsteller im heutigen China. Und er schreibt auch sehr, sehr viel. Seine Bücher sind sehr zahlreich. Und er vertritt auch die heutige chinesische Gesellschaft in der Literatur. Letztes Jahr war ich in China auf einer Reise und ich kam in den Nordwesten in die Provinz Qinghai, und zwar in die westlichste, in den westlichsten Landkreis von Qinghai, Huangyuan. Dort sah ich einen Konfuzius-Tempel und ich dachte, das ist der Konfuzius-Tempel im äußersten Westen. Jetzt bin ich in Deutschland und in Deutschland gibt es 13 Konfuzius-Institute. In gewissem Sinne sind Konfuzius-Institute ja auch Konfuzius-Tempel. Jetzt bin ich in Deutschland und in Deutschland gibt es 13 Konfuzius-Institute. In gewissem Sinne sind Konfuzius-Tempel. Und ich dachte, das ist der Konfuzius-Tempel im äußersten Westen. Jetzt bin ich in Deutschland und in Deutschland gibt es 13 Konfuzius-Institute. In gewissem Sinne sind Konfuzius-Tempel im äußersten Westen. Jetzt bin ich in Deutschland und in Deutschland gibt es 13 Konfuzius-Institute. In gewissem Sinne sind Konfuzius-Tempel im äußersten Westen. Jetzt bin ich in Deutschland und in Deutschland gibt es 13 Konfuzius-Institute. In gewissem Sinne sind Konfuzius-Tempel im äußersten Westen. Jetzt bin ich in Deutschland und in Deutschland gibt es 13 Konfuzius-Institute. In gewissem Sinne sind Konfuzius-Tempel im äußersten Westen